Was eigentlich nicht ernst gemeint war, endet für diese Frau im Gefängnis. Um mehr Follower und Aufmerksamkeit zu bekommen, versprach die 19-Jährige auf ihrem Instagram-Account kostenlosen Beischlaf. Alles, was man dafür tun musste, ist zu ihr ins Hotel zu kommen. Sie sagte sogar ihre Zimmernummer an. Das Video ging in kürzester Zeit viral und so kam es, dass an die 3000 Männer vor ihrem Zimmer standen und das Hotel belagerten. Am Ende wurde die Frau wegen Prostitution verhaftet und musste eine Strafe von rund 65 Euro zahlen. All ihre Social-Media-Accounts wurden gelöscht.